Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Mod-Vitrine für den Landwirtschaftssimulator 15. Heute geht es wieder um den wichtigsten Teil der landwirtschaftlichen Maschinen, einen Traktor. Dieser Mod ergänzt das Spiel um einen Hurleyman H488 FL. Ja, es handelt sich hier um dasselbe Modell wie im Hauptspiel. Allerdings wurde es um einige Funktionen erweitert, womit es aus unserer Sicht das Potenzial hat, den Standardtraktor zu ersetzen. Warum wir dieser Meinung sind, zeigen wir euch gleich. Nachdem ihr die Datei heruntergeladen und in den Standard-Mod-Ordner gepackt habt, wird das neue Modell bei jedem Start automatisch geladen. Kaufen kann man den Traktor, indem man den Shop mit der Taste B aufruft, dann zum Mod-Segment weiterblättert und dort die entsprechende Kategorie anklickt. Der Hurleyman H488 FL hat eine stärkere Motorisierung, 99 kW bzw. 135 PS, benötigt 95 Euro am Tag Unterhalt und hat einen Anbau für Frontlader. Sein Tank fasst 100 Liter Treibstoff. Er verfügt über Bolzenkupplung, Kupplungskugel, Dreieckshaken sowie Antriebswelle hinten. Vorne kommen Dreieckshaken und Antriebswelle zum Einsatz. Der Frontladeraufbau ermöglicht die Nutzung der Stoll- und New Holland Modelle. Um die Balance zu wahren, können Scheibengewichte in die Hinterräder montiert werden. Der Traktor verfügt über Frontlicht, Hecklicht, Rundumleuchte sowie Blinkern. Man kann an diesem Modell die Türen links und rechts öffnen, die Heckscheibe aufklappen sowie ein Dachfenster hochheben. Die Farbgebung lehnt sich am Original an, die Textur ist scharf und das Modell verträgt auch, bietet alle modernen Funktionen des LS15 an. Die Innenansicht entspricht dem Standardmodell. Die Spiegel funktionieren, die Konsole ist allerdings nicht beleuchtet. Der Hurleyman H488 FL kann mit seinen Kupplungen hinten alle Anhänger ziehen. Mit seinen 136 PS hat er allerdings Schwierigkeiten in unserem Zugkrafttest. Die erste Serie an Tests behandelt kleine Transportarbeiten, zum Beispiel fürs Umladen am Feld. Im ersten Test zieht der H488 FL die 21.000 Liter Weizen ohne große Probleme mit 15 km die Stunde den Hang hoch. Damit ist er für diese Last absolut geeignet. Im zweiten Test mit den 34.000 Litern Umladewagen stößt er auf erste Probleme, zieht mit nur 8 km die Stunde hoch, während er auch gern von hinten angeschoben wird und ins Rutschen gerät. Die zweite Serie beschäftigt sich mit dem Transport großer Mengen zu Händlern. Der Test mit 46.900 Litern Weizen wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 km die Stunde abgeschlossen. Der Traktor ist für diese Last nicht mehr ausgelegt. Der Test mit einer Maximallast von 67.900 Litern Weizen kann zwar abgeschlossen werden, mit einer Geschwindigkeit von nur 3 km die Stunde stufen wir den Traktor für diese Last aber als unbrauchbar ein. Hier zum Abschluss noch eine Übersicht aller Standardmaschinen im Spiel, die an einen Traktor gehängt werden können. Der Hurleyman H488 FL ist mit seinen 136 PS für eine Vielzahl an Maschinen nicht geeignet. Als Einsteigertraktor ist das so gewollt. Er kann diese Maschinen entweder nicht ordentlich ziehen oder hat die Motorkraft nicht, um sie zu betreiben. Die Vorteile der FL-Variante gegenüber dem Standardtraktor sind allerdings klar. Stärkerer Motor, Frontladeraufbau, interaktive Elemente sowie sehr günstig im Betrieb. Weitere Informationen und Links findet ihr in der Videobeschreibung und vergesst nicht, euch bei den Moddern zu bedanken.